Zuletzt bei LEGO Racers. Wir konnten König Kahuka in die Schranken weisen. Während das erste Rennen noch eher holprig lief, waren wir danach in der Lage, wirklich gut und präzise durch die einzelnen Kurse zu manövrieren und wir konnten ihn uns als Fahrer freischalten. Heute ist Basil the Bad Lord dran, der dritte Boss von LEGO Racers. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LEGO Racers. Dieser Dude hier, Freunde, ist der Schreck meiner Kindheit. Ich habe bereits als Kind in neun von zehn Fällen gegen ihn verloren, wenn nicht sogar noch mehr. Und auch jetzt habe ich schon 4 Versuche gehabt, diesen Grand Prix gegen ihn zu gewinnen. Ich bin immer gescheitert, Freunde. Das ist mein 5. Versuch, gegen diesen Dude hier zu gewinnen. Wir spielen natürlich mit König Uka Uka oder wie auch immer er heißt. Warte nicht, dass du gewinnst. Ich habe schon 4-mal verloren. Jedenfalls nicht gegen den großen Basil the Bad Lord. Das Fiese an ihm ist, Freunde, er sammelt die grünen Steine ein. Er sammelt einfach eiskalt die grünen Steine ein. Und da er einen deutlich höheren Geschwindigkeitsboost hat als seine Kollegen, kriegt er immer alle weißen, alle grünen Steine, baut sich ein Boost nach dem anderen auf und man hat als menschlicher Spieler, sobald man einen Fehler macht, keine Chance mehr gegen ihn zu bestehen. Da, selbst jetzt, mit perfektem Turbostart, klaut er uns den grünen Stein am Anfang. Was will man machen? Er sammelt alle weiß ein, du fährst nur hinter ihm her und hast keine Chance. Ja, den grünen hätte ich mitnehmen müssen. Das könnte jetzt theoretisch wieder mein Rennen beendet haben, Freunde. Dieser Dude ist unglaublich. Er ist unglaublich. Wie gesagt, 4-mal habe ich es probiert. Oh mein Gott! Ein Bot hat ihm in die Fresse gegeben. Trotzdem bleibt er auf der 1, klar. Na, weil der Dude muss ja nicht beschleunigen oder so. Okay, ich habe gerade irgendeinen Boost bekommen. Es ist ungewöhnlich, dass ich jetzt gerade auf der 1 bin. Das habe ich noch nie hinbekommen. So, der Dude ist hinter mir. Ich habe jetzt echt überlegt, ob ich die Falle zünden soll. So, und jetzt habe ich verkackt. Den grünen Stein hätte ich gebraucht. Dann hätte ich ein Portal bekommen und dann hätte ich hier was hingekriegt. Aber jetzt wird's übel. Der Dude hat jetzt, also sobald er einmal vorne ist, kriegt man ihn nicht mehr. Er hat jetzt schon so einen Vorsprung. Ihr seht es leider nicht hundertprozentig. Natürlich bin ich da reingedüst. So. Und meine Motivation geht jetzt quasi schon in den Keller. Natürlich, er nimmt uns den grünen Stein weg. Und das Problem ist, du kannst in diesem Spiel nur aufholen, wenn du grüne Steine hast. Alle anderen Steine schießt du nach hinten, schießt du so nah nach vorne. Aber du hast eigentlich keine Chance aufzuholen. Also wenn du jemanden kriegen willst, der weit vor dir ist, brauchst du grüne Steine. Da er sie aber immer nimmt, kriegst du sie nicht. Und du hast keine Chance, den Typen aufzuholen. Das ist der unfairste Cup aller Zeiten. Das ist so insane. So. Jetzt kriege ich hier mal die Chance, was zu machen. Wow, okay. Das Portal hat mich brutal rausgelassen. Er ist immer noch weit vor mir. Aber wenn ich hier einen zweiten Platz erreiche, dann kann ich immerhin quasi über die anderen Strecken versuchen, noch aufzuholen. So, Freunde. Den weißen Stein hat er natürlich auch genommen. Wenn ich es jetzt noch irgendwie schaffe, 2 weiße Steine zu sammeln, kann ich vielleicht durch einen Portalsprung am Ende irgendwie das Ding gewinnen. Ich weiß es noch nicht. So. Sehr geil. Er hat jetzt hier crazy aufgebaut. Natürlich werde ich jetzt hier getroffen. Und habe jetzt nur einen weißen Stein und nicht 3, wie ich sie brauche. Und ich glaube, jetzt kommt auch kein weißer Stein mehr. Das heißt, ich zünde das Ding jetzt. Crash jetzt hier. Kann ich mehr aufholen? Nee, ich glaube, wir müssen uns tatsächlich mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Und wir müssen es, er ist jetzt ein Ziel, ja. Wir müssen es über die anderen Rennen probieren aufzuholen. So insane frustrierend. Es ist so übel, Freunde. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Und ich bin ja jetzt kein Noob oder so, ne? Also ich versuche mir die Strecken zu merken. Ich versuche mir Taktiken zu überleben. Aber du wirst einfach von dem Typen in Grund und Boden gespielt. Oh, Basil the Bad Lord, Alter. Und wenn ich das, wie gesagt, jetzt schon in mehreren Versuchen nicht hinbekomme, wie soll das der 10-jährige Hübi vor seiner N64 machen? Wie? Also ich verstehe jetzt vollkommen, warum der Dude der Schreck meiner Kindheit war. Da, schaut, er nimmt einfach eiskalt die grünen Steine und man als Spieler düst man einfach nur hinterher und ist lost. Man ist einfach nur eiskalt lost. So, er nimmt wieder grün. Dadurch kommt man selber nicht ran. Und er macht Turbo, fährt einfach weg und du kannst ihm einfach nur eiskalt dabei zugucken. Ja, er klaut dir die Items, du kommst da nichts ran. Wie sollst du noch auf ihn schießen? Du kriegst nichts. Wow, gelb, feuert nach hinten. Solange er noch in Sichtreichweite ist, hat man noch eine gewisse Chance. Oh, Freunde. Ich kann hier ein Ding zünden, ne? Wow, okay.
Ich habe mich mal auf die 1 geboostet. Wie gesagt, er ist gleich wieder da. Also es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt irgendwie einen crazy Vorsprung aufbauen kann. Aber ich bin auf der 1. Das ist gruselig, Guys. Das ist gruselig. Da war ich legit noch nie in diesem Rennen. Wie gesagt, ist nicht mein erster Versuch gegen den Dude. So, Schild zünde ich mal, falls der Dude irgendwas macht. Aber wie gesagt, der Dude kommt nicht über Items, der Dude kommt über Geschwindigkeit. Na, das heißt, es ist wichtig, gut zu fahren und sich nicht gegen Items zu schützen. Wobei natürlich sich gegen Items schützen auch nie schaden kann. Ich lege jetzt hier mal so ein Fass nach hinten. Vielleicht treffe ich ihn damit. Keine Ahnung, was das für eine Trefferquote hat. So, dann legen wir auch mal hier Öl. Ich versuche, den Dude irgendwie aufzuhalten. Ich glaube, er ist in mein Öl gefahren. Ich habe gerade auf der Minimap gesehen, dass er stehen geblieben ist. Holy shit. Holy shit, holy shit, holy shit. Ich lege hier nochmal ein Fass nach hinten. Keine Ahnung, ob das was bringt. Ja. Sehr gut, Freunde. Er kommt schon wieder ran. Der Vorsprung wird schon wieder kleiner. Das war nicht gut. Ich brauche grün. Ja. Okay, Freunde. Direkt hier reinzünden. Oh nein, ich bin gegen die Wand gedotzt, wodurch ich jetzt sehr weit zurückgefallen bin. Nicht gut gefahren, aber ich bin noch auf der 1. Ölfleck legen, dem Dude möglichst viele Fallen stellen. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich ein Rennen gegen ihn gewinne. Ich habe in all den verworfenen Aufnahmen bisher, glaube ich, noch nie ein Rennen gegen ihn gewonnen. Nochmal Öl. Wow. Mein erster Sieg gegen Basil the Bedlord. In 5 Versuchen. Alles klar. 50-50. Wir müssen noch einmal gegen ihn gewinnen und ein weiteres Mal Zweiter werden. Dann ist das Spiel vielleicht so nett, bei einem Unentschieden uns gewinnen zu lassen und es hinzubekommen. So. Diese Urwaldstrecke. Die bin ich bisher nur einmal gefahren, sonst bin ich nämlich immer davor rausgeflogen. Also gar keine üble Sache da. Okay, ich habe grün bekommen. Ich habe schon mal grün bekommen. Da unten wären weiße Steine gewesen, was zackt. Okay, wir machen aber jetzt mal weiter. Na, ich zünde jetzt hier einfach mal den gelben Stein. Und ich werde jetzt mal versuchen, so ein bisschen darüber zu gewinnen, dass ich halt immer Items nach hinten lege, ne? So. 1, 2, 3. Oh mein Gott. Ich habe direkt ein Portal aufgeladen. Ich lege jetzt auch mal so ein Fass nach hinten. Okay, ich zünd jetzt alles, was ich kriege, Freunde. Ich zünd jetzt alles an Items, was ich kriege. Oh mein Gott, Basil der Bedlord ist gerade auf dem letzten Platz. Die Bots nehmen ihn gerade böse hops. Das ist nämlich das Fiese. Sobald du einmal in dieser Masse an andere Mitfahrern gefangen bist, dann kriegst du permanent irgendwelche Kanonen ab und so. Dann bist du einfach wie in so einem riesigen, was soll ich sagen, Spinnennetz gefangen. Basil der Bedlord ist aktuell auf dem letzten Platz. Holy shit. Oh nein, ich habe grün nicht bekommen. Was ist hier los? So, ich fahre jetzt hier mal ganz entspannt. Ich weiß, da kommen nochmal grüne Steine. Wenn man auf der 1 ist, das ist ja das Krasse an dem Game, dann hast du ja die Auswahl über die ganzen krassen Items, ne? Dann machst du das Ding halt einfach mal. Dann nimmst du den grünen Stein mit, wenn du Bock drauf hast. Und dann baust du dir hier ein Portal zusammen. Und zack, 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 kommst du immer weiter nach vorne. Das muss man eigentlich sagen, ist ziemlich broken an dem Game. Dass wenn du einmal auf der 1 bist, du dir einen immensen Vorsprung aufhast. Basil der Bedlord, Freunde, ist aktuell auf Platz 5 von 6, sehe ich auf der Minimap. Er ist im ekligen Spinnennetz der anderen Mitfahrer gefangen, die ihm jetzt gerade wahrscheinlich permanent irgendwelche Items reindrücken, gegen die er sich nicht wehren kann. Was für ein Glück, im 5. Versuch gegen den Dude habe ich die besten Chancen aller Zeiten, gegen ihn zu gewinnen. So, ich fahre jetzt mal hier runter, weil ich mir einfach, oh mein Gott, 3 Portale in einem Rennen. Das kannst du keinem erzählen. Das ist so unfassbar mächtig. 2, 3, Portal! Was ist los? Ich überrunde Basil der Bedlord bald. Ich bin über eine halbe Runde vor ihm. Oh mein Gott, vor allem, wie wirkt sich das auf die Gesamtwertung aus? Wenn er jetzt wirklich 5. werden sollte, wo er aktuell auf der Minimap ist, welche Platzierung muss ich denn dann im letzten Rennen erhalten? Muss ich dann vielleicht gar nicht Letzter werden? Zweiter? Letzter, what the fuck. Okay, jetzt bin ich gedotzt, nicht so gut. Das ändert alles, Freunde. Das ändert alles. Wie vierter wird er? Auf der Minimap sieht es so aus, als ob der wirklich 5. wird. Warte mal, das ist noch nicht die finale Wertung. Basil der Bedlord, er ist 2. geworden. Okay, danke Spiel. Danke, korrekt. Sie geben ihm 20 Punkte. Laut Spiel hat er es wohl noch geschafft, auf den 2. Platz zu kommen. Halt doch die Schnauze. Eigentlich hätte ich vom Ziel warten müssen. Okay. Wir brauchen aber nur noch einen 2. Platz, Freunde. Wir müssen nicht mehr gegen ihn gewinnen. Und diese Strecke habe ich jetzt, wie gesagt, bisher noch nie gefahren. So, hier kommt nämlich ab und zu immer ein UFO über die Strecke gedüst und setzt einen so ein bisschen zurück. Und wenn ich das richtig gesehen habe, wurde Basil der Bedlord gerade direkt von diesem UFO erwischt.
Holy moly. Nur ein zweiter Platz, Freunde. Wir brauchen die grünen Steine. Und jetzt müssen wir einfach nur irgendwie hier gut durchkommen. So, weißer Stein 1, weißer Stein 2. Ich wurde jetzt leider getroffen. Das ist das Riskante, wenn man hier hinten lang fährt. Aber hier, Freunde, weißer Stein Nummer 3. Zack. Basil, der Bad Lord, schon wieder auf dem letzten Platz. Was ist mit der KI los? Was ist passiert? Wie kann das sein, dass Basil, der Bad Lord, auf dem letzten Platz gerade ist oder auf dem vorletzten Platz? Ich habe wohl unfassbar Glück. Ich habe unfassbar Glück. Ich fahre auch aktuell nicht schlecht. Also es sind definitiv... Da, jetzt hat mich nämlich dieses UFO mal erwischt. So, dann zünde ich jetzt nämlich direkt mal den Turbo hier. Das ist eine üble Sache. Da kannst du dich auch schwer gegen wehren, selbst wenn du sehr am Rand fährst. Wirst du manchmal von diesem Kraftfeld erfasst. So, vielleicht jetzt komme ich jetzt vielleicht durch, ohne vom Laser getroffen zu werden. Komm ich! Zack! Portal gezündet. Und hier ist wieder ein grüner Stein. Diese Strecke ist natürlich dadurch, dass es viele grüne Steine gibt, deutlich machbarer als manch andere. So, oh yeah. So, schön. Na, guck mal, ich bin ganz am Rand gefahren, trotzdem erwischt mich das Kraftfeld. So, aber Basil, Freunde, ist auf der 5. Er ist wieder auf der 5. Jetzt hat es mich schon wieder erwischt. Diesmal sehe ich es auch ein. So, diesmal werde ich aber, glaube ich, vor dem Ziel warten, um vielleicht seine Platzierung irgendwie, wie soll ich sagen, besser bestätigen zu lassen. So, Freunde, kommen wir hier durch? Kommen wir hier durch mit noch einem Portal? Ja! Wir kriegen nochmal 3 weiße Steine hier, ohne erwischt zu werden. Und vor allem das Gute ist, wenn man an der Stelle das Portal zündet, wird man immer an der Stelle rausgeworfen, wo man relativ gut weitermachen kann. Jetzt habe ich leider den grünen Stein verpasst. Wenn ich jetzt hier an weiß rankomme, ja. Oh, dann war es das schon. Ich wollte eigentlich vom Ziel warten. Egal, er ist gerade 5. Aber Platz 2 kommt schon ins Ziel. Willa the Witch auf der 2. Jetzt kommt sogar noch Alfred. Oh mein Gott. Basil ist einfach, er ist einfach, ich glaube, 5. geworden. Er hat nur 3 Punkte bekommen. Freunde, wir haben es geschafft. Das war mein 5. Versuch. In all den Versuchen davor, die ihr jetzt nicht gesehen habt, bin ich immer spätestens in Runde, am Anfang von Runde 3 rausgeheatet worden, weil ich so weit zu hinten war. Ich habe mein Kindheitstrauma besiegt. Boah. Boah. Heavy. Und vor allem das Beste ist, wir können ihn jetzt selber fahren. Wir können den Dude jetzt einfach selber fahren. Tja, du Sohn. Du hast den Autobausatz von Basil the Bad Lord gewonnen. Und ich glaube, als Kind war ich vielleicht einmal so weit wie jetzt. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Ich habe keine Ahnung. Er ist der nächste Boss. Und gegen ihn werden wir beim nächsten Mal fahren mit dem Auto von Basil. Ich freue mich drauf. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei LEGO Racers. Ganz großes Danke an Sören Kamora, Lord Ryoma und Shorty, welche diesen Kanal hier unfassbar unterstützen. Danke euch, Mann.